bisschen weiter weg, wenn es zwei sind. Und ich fülle mal das Mana komplett auf, dass wir nicht auffüllen müssen, während die auf uns zugerannt kommen. Ah, jetzt. Wenn die gerade rennen würden. Ah ja, der war gut gerannt. Und den noch einmal. So, schön, dass er sich fürs Laufen entschieden hat, statt fürs Rennen. So, was haben wir hier? Einen stabilen Ast und noch einen Skelett. Dann füllen wir mal unseren Mana-Bestand wieder auf. Ach, nehmen wir gleich die 7, die füllt ein bisschen mehr auf. So. Und was haben wir denn hier noch jetzt? Haben wir hier hinten vielleicht irgendwas? Meistens versteckt sich ja an irgendwelchen kleinen Enden immer etwas zum Aufsammeln oder so, aber in diesem Fall wohl eher nicht. Schade. Bisschen mehr Geheimeres hätte ich mir da schon gewünscht. Ach, da steht auch noch ein Skelett. Das nehmen wir mal von der Landkarte weg. So. Das hat mal existiert. Und wir müssen auch gleich noch in die Treppe gehen, die wir da an der Seite gesehen haben. Moment, ich will hier bloß noch alles einsammeln. Ja, bis da runter renne ich jetzt nicht. Aber wir gehen auf jeden Fall mal hier hoch. Ging es da auch noch runter? Nee. Das wäre zu viel des Guten. Ui, ein Pokal. Für mich sieht es eher aus wie so ein Kelch oder ein... Ja. Okay, Kerzenleuchter, Teller. Hätten wir schon mal unser allererstes Besteck zusammen. Schwache magische Heilung. Guck einer an. Ein Berserker, eine Halskette. Ein kleiner Smaragd. Okay, schwache magische Heilung. Und ein Heiltrank. Was haben wir da eigentlich für einen Smaragd jetzt erhalten? Das frage ich mich. Ach da, kleiner Smaragd. Gefragt bei Goldschmied, man kann Ringe daraus herstellen. Ach so, ja. Brauchen wir also auch nicht unbedingt. Wir haben uns nicht auf das Schmieden konzentriert, beziehungsweise das Schmieden erlernt. Sowas kann man machen als Schwertkämpfer, ist bestimmt auch interessant. Da kann man sich selber Sachen schmieden, selber Ringe herstellen und so weiter und so fort. Und jetzt gehen wir mal hier die Treppe runter. Das ist jetzt der einzige Ort, den wir hier an dieser Ruine noch nicht erkundet haben. Und ich nehme an, hier unten stehen Skelette irgendwo. Wow, ich wusste es. Dennoch war ich zu unvorsichtig und das Skelett hat mir erstmal schönen guten Tag gesagt. Ah, da war ja nur eins drin. So, da können wir auch immer einen kleinen Heiltrank nehmen, wenn wir schon 40 Stück davon haben. Können wir noch einen nehmen, wir müssen ja nicht so geizig sein. Mana-Pilze können wir auch noch den einen oder anderen essen. Einer Korb passt noch rein. Und zwischenspeichern wäre vielleicht mal wieder angebracht. So, was haben wir hier? Ach, nur ein Bett. Ach, hier geht's noch weiter, okay. Wow, Grafikfehler. Okay. Kann weitergehen. Oieiei. Eieiei, gleich 3. 4. Die mischen wir ordentlich auf. Aua, ich sehe wieder nichts. Kack, Grafikfehler. So. Mal eben 4 Skelette aufgemischt. Können wir gleich die 5 Mana-Pilze essen, die wir hier auf Lager haben. Danach müssen wir auch schon wieder aufpassen, dass wir nicht out of Mana gehen. Das passiert jetzt schnell. So, erstmal alle wieder ausrauben. Die haben ja immer was bei sich. Auch wenn es meist nichts Wertvolles ist. Ui, ein Vasallenring hatte der bei sich. Wohl auch so eine Art Nebenquest, die wir machen können. Genau wie mit dem Werkzeugbeutel bei den Gnomen. Da haben wir auch 12 von 15, glaube ich, oder von 16 oder irgendwie sowas. Wow! Ghoul! Aua! Aua!
Ghoul ist nix gut. Ghoul ist nie gut. So, letzten Mana-Pilz. Dann haben wir auch schon nix mehr auf Tasche. Dumme Ghouls. Wir haben ja auf jeden Fall eine Schatztruhe. Okay, die wir auch knacken können. Wir können jetzt alle Schlösser knacken. Wir haben ja... Oh. Wir haben ja jetzt das nötige Schlösserknacken-Talent. Ach, Mensch, ich kann mir jetzt aber auch nichts merken. Ach, das war zweimal links am Ende. So, jetzt endlich. Haufen Dietriche verschwendet, aber was soll's. Skelett beschwören. 52. Wir könnten eigentlich auch mal irgendwann ein Skelett beschwören. Ist bestimmt auch interessant. Kann man hier irgendwas machen? Irgendwas einhauen vielleicht, oder? Na egal, wir gehen mal hier rein. Mit Feuerball in der Hand. Ah, da steht ein Skelett. Das stand doch gerade noch nicht, oder? Stand das schon die ganze Zeit. Level aufgestiegen. Wow, da kommt noch eins raus. Brenne! Du sollst brennen. So, jetzt sollten wir aber wieder gucken, dass wir hier Mana irgendwie herkriegen. Herzaubern können. Haben wir keinen Zauber, der Mana herstellen kann? Nee. Die brauchen alle Mana. Und das sind ja alles nur Heilungen für Lebenskraft, Lebensenergie. Wir haben aber nichts mehr, was Mana herstellen kann. Ach, hier ein Fisch. Wir können Brathering essen. Das ist auch mal eine Idee. Ja, warum nicht? Der stellt Lebensenergie und Mana her. Zwar in spärlichem Ausmaß, aber so kommt der Fisch mal weg. Ah, lecker. So viel Fisch. Ja. Rohe Scholle. Flach und rund. Okay, was können wir mit Schollen machen? Naja, das finden wir noch raus. So, wieder mal zwischenspeichern. Bevor hier noch irgendwas rausgestürmt kommt. Okay. Was haben wir denn hier? Eine Rezeptur? Was für eine Rezeptur? Die da, oder was? Ui, Rezept für einen permanenten Stärketrank. Das ist gut. Das ist ja so ein Rezept, was ich schon ewig mal gesucht habe. Das ist nicht schlecht. Okay, und eine Truhe. Ach, und nochmal. Ach, und nochmal. Dietrich ist abgebrochen. Der Dietrich ist hin. Geht doch. Aber mit dem hat's geklappt. Illusion erschaffen. Ja, toll. Bei unserem nächsten Einkauf, wenn wir irgendwann mal wieder in der Vulkanfestung sind, unbedingt darauf achten, dass wir Mana kaufen. So, mich sollte es nicht wundern, wenn hier irgendwo noch was angeschossen kommt. Aber anscheinend nicht. Wo sind wir denn jetzt? Und wo ist eigentlich das Grab? Hier kann man runterspazieren, aber bringt uns das was? Scheint nicht so. Man kann dann da hinterlaufen. Wo befinden wir uns jetzt eigentlich? Oh, wir befinden uns schon viel zu weit. Ich dachte, hier wäre das Grab. Wo finden wir denn das Grab? Sind wir etwa schon dran vorbeigelaufen? Wir haben hier diese Ruine, Tempel oder was auch immer das ist, erkundet. Aber wir sind auf gar kein Grab gestoßen. Wo ist denn das Grab? Ist es da oben? Ja, da oben könnte es sein. Ach, wo Vasili vorhin verreckt ist. Hätten wir gar nicht so lange so weit laufen müssen, aber okay, wir haben immerhin etwas gefunden und nämlich zwar einen permanenten Stärketrank. Ah, hier. Hier ist was vergraben. So, hier schaufeln wir mal kräftig. Und rein den Spaten in die Erde.
Mhm. Ach, das ist wieder Gold. Fragt mich, wie viel das bringt, das Gold. Ob man damit viel Einnahmen machen kann oder eher wenig. So, zieh mal raus. Die fette Kiste. So, ein Schatz. Was haben wir da? Brief von Kapitän Stahlbart. Und 400 Goldmünzen. So, eins von fünf namenlosen Gräbern haben wir erkundet. Ach, sind wir wieder hier? Hätten wir auch von hier runter gehen können? Es wäre einfacher gewesen. Wo müssen wir eigentlich jetzt hin? Das hier haben wir erkundet. Vielleicht das da oben? Das ist ja mitten an der Vulkanfestung. Wisst ihr was? Das bietet sich geradezu an, dass wir einen kurzen Besuch bei der Vulkanfestung machen. Da können wir uns gleich mit Mana-Tränken versorgen und das Grab direkt davor ausgraben. Das müsste ja auf dem Friedhof direkt sein von der Vulkanfestung, also auf dem Friedhof davor. Nicht im Friedhof der Vulkanfestung. Da hätten wir schon was gesehen. Schon früher mal. Ach, hi Mendoza, wie geht's so? So, mit dir haben wir erst wieder was zu quatschen, sobald wir die letzte Kristallscheibe gefunden haben. Denn dann nehme ich mal stark an, könnte es schon in Kapitel 3 übergehen. Ich weiß gar nicht, wie viele Kapitel dieses Spiel eigentlich hat. Hat es nur 3 oder 4 oder 5? Ach so, hier bei dem wollten wir nichts. Wir brauchen Tränke und die kriegen wir ja... Moment. Tränke? Wo kriegen wir hier bei dem Tränke? Das war doch Lagerraum Cyrus, oder? Lass uns handeln. Lass uns handeln. Ach du Scheiße, der hatte schon alles von uns. Bei dem hatten wir mal viel verkauft. Was hat denn der hier eigentlich? Eine Telekinese. Witz erzählen. Nee, der hat nichts. Aber mir fällt gerade auf, wir beschäftigen uns eigentlich dafür, dass wir Magier sind, relativ wenig mit Zaubern. Wir haben nur den Feuerball bis jetzt eingesetzt, aber noch nicht solche Zauber wie Witz erzählen oder Illusionen erschaffen. Das können wir einfach mal machen. Vielleicht, ja, einfach mal, dass man sieht, wie die Zauber wirken. Wenn wir sie schon nicht großartig brauchen, machen wir sie einfach irgendwann mal. Ich brauche Spruchrollen. Ich brauche Spruchrollen. Hast du vielleicht auch Tränke? Nee, der hat nur Spruchrollen, oder? Idiot. Aber halt, es mir einfällt, können wir auch gleich mit erledigen. Wir sind ja ein Level aufgestiegen und haben wieder 24 Lernpunkte. Wir können bei Meister Ignatius hier oben gleich mal das zweite Siegel lernen. Ich will das zweite Siegel verstehen. Benötigt 100 Weisheit. Ich will das zweite Siegel verstehen. Gut, dazu werden wir deinen Geist befreien. Bist du bereit? Ich bin bereit für das zweite Siegel. Ach, brauche nur 5 Lernpunkte, ist ja auch cool. Da können wir gleich noch einen Feuerball hinterher zimmern. Ich bin bereit für das zweite Siegel. Dann los. Robaram Nil Laktas. Dein Geist ist nun befreit. Das zweite Siegel wird dir nicht mehr im Weg stehen. Sehr gut. Ach, und 150 Weisheit. Stimmt also. Haben wir das zweite... Ach, es gibt 4 Siegel. Scheiße. Müssen wir wohl Weisheit bis 200 hochkriegen? Boah, ey, das wird schwer. Feuerball können wir noch eins erhöhen. Unterrichte mich in der Magie. So, Feuerball Stufe 9. Lehre mich dein Wissen über den Feuerball. Schleudere deinen Feuerball direkt auf deine Feinde und sieh, wie schnell das Feuer sie verbrennt. Vertraue der heiligen Flamme. Ah ja, als ob wir das nicht bisher auch schon machen. So, für Feuerball, den letzten, fehlen uns nur noch ein Lernpunkt. Ah, ein Lernpunkt fehlt uns dazu. Ach so, und wir können uns ja Tränke selber herstellen. Mann, bin ich vergesslich. Hier am Alchemietisch, geh mal weg. Sollst weggehen? Ja. Dankeschön, machen wir Platz. So, wir können uns hier Mana-Tränke... Ach, wir können uns einen Stärketrank also herstellen. Das braucht ein Fläschchen. Eine Heldenkrone, wir haben 5.